Hallo Leute, heute ist der 31. Dezember und das bedeutet, dass heute Silvester ist und wir feiern das zusammen. Ich bin nur aufgestanden, bin ein bisschen geschwollen, weil ich gestern zu viel Wasser getrunken habe. Und jetzt werde ich frühstücken, dann mache ich Maniküre, füttere meinen Kater und gehe zu meiner Mutter, wo wir das Neujahrsfest feiern. Und ich werde alles zeigen, was man in Russland traditionell macht. Natürlich gibt es auch Leute, die auf einer Party das feiern, mit Freunden oder sowas. Aber ich zeige ein traditionelles Fest, Familienfest. Und ja, das wird lustig sein. Und jetzt muss ich den Kater füttern, weil er auch hungrig ist wie ich. Meine Mutter kocht Olivier. Das ist ein traditioneller russischer Salat. Aus Kartoffeln, Erbsen, Mohrrübe, Mayonnaise und Zwiebel, denke ich. Und Wurst. Jedes Jahr am 31. Dezember. Ich schäle diese verdammten Kartoffeln. Hier ist unser Tannenbaum. Der ist mit traditionellen Spielzeugen geschmückt. Die meisten sind neu, aber einige sind alt. Hier haben wir mehrere Bonbons, ein Schild, ein Tannenbaum, das ist ein Soldat. Es gibt auch ein paar Nussknacker, ein Auto, eine Kugel. Locken. Horn. Ja. Was Interessantes. Sternchen. Häuschen. Und sowas. Und natürlich Girlanden und Lamettas. Und ich bin noch ohne Kosmetik, weil ich mich später dann schminke, damit mein Make-up sehr, sehr schön in der Nacht aussieht. Hier stehen verschiedene Salaten. Das ist Rübe mit Eiern und Nüssen. Katze gefunden. Sie hat Angst. Sie hat mich lange genug gesehen. Sie ist so klein, so süß. Sie heißt Manja. Kuckuck. Kuckuck.
Jetzt gehe ich zu meinem Vater. Er wohnt in der Nähe. Ich möchte ihm gratulieren, natürlich meinem Bruder und der Frau von meinem Vater. Und ich schenke meine Geschenke. Ich bekomme auch etwas und dann komme nach Hause. Das mache ich jedes Jahr am Abend, am 31. Dezember. Mein Vater feiert nicht mit uns, weil er eine andere Familie hat, aber wir haben gute Beziehungen und deswegen besuche ich ihn. Mein Bruder! Sprichst du Deutsch? Was für ein Bruder? Das ist mein Neujahrsgeschenk. Yay! Geh ich schick aus? Kannst du auch Deutsch einfach sprechen? Meine oh, meine Haare! Ich wollte das Jahr so eine Dame. Ну что, Тёма? Раз, два, три. Was hast du bekommen? Geh öffnen. Was ist das? Was ist das? Du musst das kleben und dann kannst du das essen. Du siehst hier wie ein Türke aus. Ich will nach Hause kommen, aber ich kann das nicht machen, weil die Eingangstür funktioniert nicht und ich kann sie einfach nicht öffnen. Und ich stehe hier, es ist mir kalt, aber ich stehe und warte auf meine Mutter. Sie muss jetzt runterkommen und mich abholen. Ich hoffe, es gelingt ihr, die Tür zu öffnen, weil ich weiß nicht, was los ist. Oh, aber es ist scheiße kalt. Ohne Mütze. Und es liegt Schnee, aber wow. Aber jetzt im Moment ist es ein bisschen zu warm für Schnee. Plus eins. Und deswegen gibt es Wasser überall. Fabian, das ist Schicksal-Ironie, der traditionelle russische Film. Wir sehen das jedes Neujahrsfest. Mag diesen Film. Wir warten jetzt auf unsere Gäste. Aber nichts zu tun. Es ist 9:30 Uhr.
Und meine Mutter liest und schreibt SMS. Hurra! Das sind alle Geschenke. Und das ist meine Familie. Das ist meine Tante, mein Onkel, mein Opa, meine Oma, mein Bruder, meine Schwester, mein Mann, Mann von meiner Schwester und noch eine Tante fehlt und meine Mutter fehlt. Sie sind in der Küche. Как вам не стыдно? А почему мне должно быть стыдно, когда я говорю правду? Ну, что такое? Но не всегда, когда говоришь правду, это хорошо. Бывает стыдно. Иногда бывает стыдно. Хорошие добрые традиции. Давайте послушаем новогоднее обращение президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Да ладно тебе, зачем мы на его физиономию смотреть? Мне уже свои обращения к народу надоем. Открывай, открывай. Ложись. А вот наша. Бабах! Вау! Jetzt hören wir unseren Präsidenten! Und dann kommt das neue Jahr! Для тех, кто не успел проверить часы, мы повторяем точно зерно. Тебе только этого всем желаю. Я буду проводником работать. Куда едем, проводник? Спасибо от тебя. Фамилия, наверное. От меня сразу хорошее замечание. Давайте выключим. Вас так тебе не хотят. Ты даже слова знаешь? Я с нами работал в школе. Ну и что? Я тоже очень был в школе. Меня заставляли учить гимн Советского Союза. Но я его не помню. Странно, у тебя такая хорошая память. Что там наш Сталин на рынке? Сталин там. Из всех нас присутствующих именно Алишер был совершенно спокоен во время абсолютно этого не касается. Не надо этих разговоров заставлять и вообще. Вы еще какую-нибудь тему поднимете. Это самое лучшее, можно я вам хочу понять. Самое интересное. Сзади он мне сказал, пока передний зубы не, прикус не, не сделать, сзади без толку делать.
Torte ist so schmeckhaft. Ich habe sie noch nicht gegessen, aber ich denke, dass sie so schmeckhaft ist. Ist es schmeckhaft? Schmeckt es? Ja. Ja, ja, natürlich. Чтобы все в старом году, все из года остались. В новом году только последовало счастье, удача и там детишки. Да, домашний детский смех, радовал из вашего сердца. Ну и все, все позабудут. Schon der 1. Januar. Wir haben das Fest sehr lustig beendet. Leider waren Batterien in meiner Kamera leer und ich habe am Ende nichts gedreht, aber dort war nichts Außergewöhnliches. Also wir haben die Bescherung, ihr habt die Bescherung gesehen und dann gingen wir einfach alle nach Hause, weil es schon sehr spät war. Und ja, und dann ins Bett. Und jetzt fühle ich mich nicht so gut. Ich habe keinen Kater, aber ich bin erkältet. Und ich habe keine Kräfte, um zu sprechen. Mein Hals tut mir weh. Deswegen werde ich heute keinen Vlog machen. Ich werde einfach vor meinem Computer chillen, im Internet surfen, filmen, gucken, sticken und lesen und nichts machen. Danke, dass ihr unser neues Fest gesehen habt. Das war ich, Alisa, Deutschlehrerin aus Russland. Tschüss!